Profit können sie nur dann machen, wenn ich bereit bin, wenn Politik es erlaubt hat, und Politik hat es erlaubt. Die Ursache ist eine ganz andere, die wirkliche Ursache. Die Ursache ist eine gigantische, weltweit. Nein, es ist schön, dass wir reich sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Sendung Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Heute spreche ich mit Herrn Professor Dr. Manfred Walter. Herr Walter lehrt an der Uni Hannover Rechtsphilosophie und noch andere Dinge, über ein anderes Ding sprechen wollte, nämlich über Spinoza. Das Thema heute ist Spinoza und seine Bedeutung. Herr Walter, ich bitte Sie, stellen Sie sich einmal vor, Ihr Werdegang, Geburt, Schule und Promotion und so weiter. Ja, mein Name ist Manfred Walter. Mein Werdegang ist ein bisschen typisch für meine Generation, die ja noch vor dem Zweiten Weltkrieg geboren ist. Bin in Berlin geboren, bin dann mit 4, 5 Jahren umgezogen mit der Familie nach Weimar. Kurz vor Kriegsende wegen der Bombenangriffe auf Weimar sind wir dann nochmal evakuiert worden. Und ich habe dort 1944 die Volksschule besucht, bis 1948. Konnte dann aber nicht auf die höhere Schule, weil, um den Klassenkampf umgekehrt zu machen, nur die Arbeiter- und Bauernkinder zugelassen wurden und Akademikerkinder nicht auf die höhere Schule durften. Ich durfte dann aber nach Westen ausreisen auf ein Internat im Harz. Und als mein Vater aus englischer Kriegsgefangenschaft kam und in Hannover sich niedergelassen hat, bin ich dann dorthin gegangen. Und meine Familie, Mutter und 2 Kinder, sind nachgekommen. 3,5 Jahre bin ich in Hannover zur Schule gegangen, auf die Leibniz-Schule. Und dann nach Frankfurt umgezogen mit der Familie. Dort habe ich Abitur gemacht und habe auch das Studium angefangen. Germanistik, Philosophie, Theologie. Und im späteren Stadium dann noch Geschichte der Naturwissenschaften und habe außerdem auch in Heidelberg, in Bonn und in Münster studiert. Und habe, als ich in Münster arbeitete, in Frankfurt meine Dissertation eingereicht über Spinoza mit dem Erstgutachter Adorno. Ah ja. Und bin dann nach ein paar Zwischenstationen 1974 an der neu gegründeten Juristischen Reformfakultät in Hannover angetreten, auf einem Lehrstuhl, den ich bis heute innehabe, zuletzt mit der Widmung Rechtsphilosophie. Und dies ist mein letztes normales Semester. Zum 30. September werde ich emeritiert, weil ich schon 68 bin. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja sehr schön, dass Sie es hier sagen. Und da ist ein Punkt, der wichtig ist, nämlich die Klasse in Frankfurt, die Abitur gemacht hat, hat sich jedes Jahr getroffen wieder. Und als 50 Jahre Kriegsende war, saßen wir abends zusammen und plötzlich erzählten einige Leute, wie sie sich an das Kriegsende erinnerten. Und da habe ich gedacht, da müssen wir ein Buch draus machen. Und 16 der 21 Abiturienten von damals haben das gemacht. Das Buch heißt Mein Kriegsende. Ach, das ist ja wunderbar. Ist im Axel Dielmann Verlag in Frankfurt erschienen. Und zeichnet sich dadurch aus, dass das sozusagen die letzte Generation ist, die noch eigene Erinnerungen an den Schluss der Nazizeit hat, an das Kriegsende. Die einen haben erlebt, wie die Amis einrückten, die anderen die Russen. Die Dritten haben erlebt, wie erst die Russen und dann die Amerikaner. Die Vierten, wie erst die Amerikaner und dann die Russen, weil die aus verschiedenen Teilen, von Riga angefangen bis Frankfurt, Österreich, die saßen zum Kriegsende, also alle an ganz verschiedenen Stellen, nur 5 oder 6 saßen in Frankfurt. Und deswegen ist das vielleicht ein besonderes Buch zum Thema. Man kann es sagen, es ist ein besonderes Buch. Und da sollte man wirklich für die jungen Leute, die jetzt nach uns kommen, sollte man empfehlen. So, Herr Walter, die erste Frage nach Ihrer Vorstellung. Wer war Spinoza? Und vielleicht kann ich die zweite Frage gleich dazu schieben. Welche Rolle spielt für Spinoza der Aristotelismus? Oh ja, das sind gut. Die zwei Fragen hängen irgendwie zusammen, weil zur damaligen Zeit man sich mit Aristoteles natürlich auseinandersetzen musste. Spinoza stammt aus einer Familie. Vater und Mutter stammen aus, die sind aus Porto, Juden wurden aus Portugal vertrieben.
nachdem Portugal spanisch geworden war. Sie durften in Portugal ihr Judentum nur geheim praktizieren. Man hat sie deswegen Maranen, Schweine genannt. Viele sind dann ausgewandert und die Niederlande waren ein für damalige Verhältnisse außerordentlich offenes, tolerantes Land. Der Jurist Hugo Grotius hat ein Gutachten geschrieben, ob man offiziell den Juden gestatten sollte, in Amsterdam zu siedeln und ihre Synagogen zu bauen. Das war alles zulässig. Und in dieser Amsterdamer Gemeinde ist Spinoza zur Welt gekommen und hat dann aber schon mit relativ jungen Jahren, Anfang der 20er seines Alters, Ansichten entwickelt, die nicht mit der Tradition übereinstimmten. Und er ist dann mit 25 Jahren aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen worden, wobei aber möglicherweise auch bestimmte ökonomische Fragen eine Rolle gespielt haben. Jedenfalls, er ist dann also bei den Juden herausgeschmissen worden. Und das Interessante und Skandalöse war, dass er sich nicht einer anderen Religion angeschlossen hat, sondern er war sozusagen gar nichts. Ja, ja. Und das gab es in der damaligen Zeit nicht. Er hat dann in einem kleineren Ort gelebt, im Zusammenhang mit so einigen freigeistigen christlichen Bewegungen, ist aber später wieder in die Nähe der Hauptstadt Den Haag und zum Schluss nach Den Haag gezogen und ist 44-jährig an Schwindsucht gestorben. Und das hängt wohl auch damit zusammen, dass er für seinen Lebensunterhalt Glas geschliffen hat für Mikroskope. Und zwar hat er offensichtlich besonders gute Mikroskope geschliffen, denn die Brüder Huygens, einer war ein berühmter Physiker, die haben darüber geschrieben, der Jude von Vorburg macht besonders gute Gläser. Ja. Und das hat wohl mit zu der Erkrankung Schwindsucht und dem frühen Tode beigetragen. Ah, ja. Jetzt, welche Rolle spielt der Aristotelismus? Also muss man drei Punkte vielleicht sagen. Erstens, Spinoza kritisiert Platon und Aristoteles in ihrer Philosophie und wundert sich darüber, dass die christlichen Theologen, die doch die Bibel auslegen wollen, da dauernd Begriffe drin finden angeblich, die von Platon und Aristoteles stammen. Ja. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Für Aristoteles ist ja alles auf ein Ziel hin ausgerichtet. Mhm. Die ganze Wirklichkeit und jedes Ding hat einen natürlichen Ort, an dem es sich aufhält. Deswegen der Stein, den ich in die Luft werfe, der kommt deswegen zurück, weil der Erdmittelpunkt sein natürlicher Ort ist und ihm ein Streben eingestiftet ist zum natürlichen Ort. Und Spinoza hält diese ganze Form von Teleologie für eine unzulässige Übertragung einer bestimmten menschlichen Selbstauslegung, die schrittweise auf das ganze Universum erweitert wird. Er lehnt also den zentralen Punkt der aristotelischen Philosophie, alles ist auf einen Zweck gerichtet, ab und verwirft das. Drittens aber schließlich entwickelt er eine Ethik, die etwas mit Aristoteles zu tun hat. Wir kennen heute vor allen Dingen die Sollensethik. Also eine Norm wird gesetzt und wir sollen etwas tun. Und Spinoza vertritt wie Aristoteles eine Strebensethik. Nach Spinoza streben die Menschen dazu, danach frei zu sein, das heißt von der Herrschaft ihrer Leidenschaften frei zu sein. Den Unterschied kann man sehr schön deutlich machen. Der Sollensethiker sagt, du sollst nicht lügen. Spinoza schreibt eine Ethik und da steht drin, der freie Mensch handelt niemals betrügerisch, Beweis, erstens, zweitens, drittens. Ah, ja. Also es handelt sich darum, wer frei ist und das heißt, wer von der Vernunft geleitet ist, der handelt so und man kann begründen, warum das so ist. Ja. Da werden keine Sollensätze aufgestellt, sondern es wird gesagt, unter bestimmten Bedingungen ist das so. Mhm. Und das ist eine Form von Ethik, die insbesondere durch die Herrschaft Kants bis heute ganz in den Hintergrund getreten ist. Aber da liegt ein gewisser Zusammenhang mit Aristoteles noch vor. Ja, ja. Das klassische Beispiel einer Ontologie, die nach dem Sein fragt, aber schon modern ist, Spinoza. Und deswegen haben sie sich zur Aufgabe gestellt, die Wahrheitsmomente von Kant und Spinoza zusammenzudenken. Und das ist das Programm, das dann in gewisser Weise Fichte sich zunächst vorgenommen hat. Schelling sagt, ich bin Spinozist geworden und das auch Hegels großes Programm war. Also in der Philosophie ist Spinoza neben Kant die entscheidende Bezugsgröße gewesen. Ah, ja. In der Dichtung der Zeit spielt eine große Rolle, dass Spinoza
gesagt hat, der Mensch ist selber ein Teil der Natur. Ja. Er steht nicht der Natur gegenüber, der sie von oben beherrscht, sondern ist Teil der Natur. Und das kommt dem neuen Naturverständnis sehr zugute. Und die Romantik hat dann da sehr stark angeknüpft. Novalis hat dann gesagt, der Spinoza sei der allerchristlichste Denker. Das ist deswegen komisch, weil man ihn zu seiner Zeit als den schlimmsten und größten aller Atheisten betrachtet hat. Und daraus erklärt sich übrigens etwas Merkwürdiges in der Philosophiegeschichtsschreibung. Es gibt wenige Philosophen, bei denen man, wenn man ihre Lehre behandelt, am Anfang ausführlich auf das Leben eingeht. Und Spinoza gehört neben Sokrates zu den wenigen, für die die Biografie bis heute wichtig geblieben ist. Und die Frage ist, warum? Und das kann man sehr gut erklären. Denn Spinoza hat gelehrt, dass Gott es keinen persönlichen Gott gibt, sondern dass Gott der Grund aller Wirklichkeit ist. Und das war nach dem damaligen Verständnis Atheismus. Mhm. Und ein Atheist war aber auch einer, der ein unsittliches, liederliches Leben führt. Denn die richtige Lebensführung hängt vom richtigen Glauben an. Ja, Und jetzt fand man einen Menschen, der in der Theorie die schlimmsten Irrlehren aller Zeiten zusammengefasst und mit großer systematischer Wucht ausgearbeitet hat und gleichzeitig ein einwandfreies, tadelloses, bescheidenes Leben geführt hat. Ja. Und das durfte es eigentlich nicht geben. Ja. Er war also der lebende Widerspruch gegen die These, dass nur der rechte Glaube das rechte Leben anleitet. Ja. Und deswegen hat man sich mit dem Problem der tugendhafte Atheist in Deutschland lange auseinandergesetzt. Und das Ergebnis war dann, es gibt eine Ethik, es ist möglich, ethisch zu leben, ohne religiös-christlich geprägt zu sein. Das war sozusagen die große Befreiungseinsicht, die sich an Spinoza die ganze Zeit abgearbeitet hat. Ah ja, das ist interessant. Und Goethe hat ja dann auch Bezug genommen auf Spinoza. Ja, Goethe hat sich sehr früh mit Spinoza beschäftigt. Es gibt mehrere Werke Goethes, in denen spinozanische Themen vorkommen, in Wahlverwandtschaften zum Beispiel. Mhm. Für Goethe war Spinoza die Befreiung von einer Vorstellung, dass die Natur sozusagen von außen gelenkt und beeinflusst wird, statt dass, wie Goethe das gesehen hat, die Natur aus sich entfaltet und entwickelt. Ja. Und da es einen so von außen eingreifenden Gott im Spinoza-System nicht gab, er sagte Gott oder die Natur, haben viele Dichter und auch Philosophen in der Zeit das als eine Befreiung empfunden, also einen nicht-personalen Gottesbegriff zu haben und sich damit von bestimmten Lasten der Tradition zu befreien. Die Japaner haben ja auch keinen personellen Gott. Ja, also der Buddhismus kennt auch keinen personellen Gott. Und das führt dazu, das hat mich sehr überrascht, als ich in Japan war, auch auf einer Tagung zu Spinoza, dass sie sagen, sie können die entsprechenden Teile der Ethik, wo Spinoza das entwickelt, so lesen, als wäre das in ihrer eigenen Tradition entstanden. Und in China gibt es ganz ähnliche Phänomene. Das heißt also, in einem gewissen Sinne ist Spinoza ein sehr ökumenischer Philosoph. Und wenn man sich bei uns anguckt, dass man versucht, bestimmte Formen sich von seinen Leidenschaften zu befreien, im Osten sucht und bestimmte Methoden und vergessen hat, dass es auf dem Boden des okzidentalen rationalistischen Denkens auch eine solche Möglichkeit gegeben hat, wie man sich von seinen Leidenschaften befreit, dann ist das eigentlich verwunderlich und zeigt, wie viel vergessen worden ist. Ja, natürlich. Also das heißt, man muss etwas nachholen. Etwas nachholen. Jedenfalls kann man, es gibt mehrere Leute, also zum Beispiel, es gibt so eine Feldenkrais-Therapie. Ja. Das war ein jüdischer Psychologe, der sehr viel mit Bewegungstherapie gemacht hat, weil für Spinoza Geist und Körper eng zusammenhängen. Mhm. Und der hat zum Beispiel seine Inspiration von Spinoza. Und in der Psychoanalyse, es gibt bei Spinoza einen Satz, diejenige Leidenschaft, von der man ein angemessenes Verständnis hat, die man völlig durchschaut hat,
hört auf, eine Leidenschaft zu sein, das heißt, uns von außen zu zwingen. Und das ist die eine Hälfte der Freudschen Psychoanalyse. Also es gibt da sehr viele Zusammenhänge zwischen der Psychoanalyse und Psychologie und Psychosomatik des 20. Jahrhunderts und den spinozanischen Lehren, die auch von bestimmten Leuten explizit aufgenommen worden sind. Das ist schön. Das heißt, die Japaner werden keinen Glaubenskrieg führen müssen. Die brauchen sowas nicht. Wir nein, mit den, also das ist ja in der Tat, das ist ein schwieriger Punkt. Es gibt ja die These eines berühmten Religionswissenschaftlers in Heidelberg, dass der Monotheismus erst die Gewaltsamkeit in die Religion gebracht hat, weil wenn es einen wahren Gott gibt, dann sind alle anderen ja irren ja und ja. irren ganz schwer und sind Feinde Gottes ja. und müssen deswegen mit allen Mitteln zum rechten Glauben gebracht werden oder wenn sie verstockt sind, vernichtet werden. Ja. Daher Kreuzzüge und so weiter. Ja, 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 ja. Und diese Form von terroristischer Bekehrung zum wahren Glauben, die findet man in der buddhistischen Tradition nicht. Nicht. Zur nächsten Frage, Herr Walter, welchen Einfluss hat Martin Luthers Verhalten auf Spinozas Leben? Ich habe mir das überlegt. Also Luthers Verhalten, wenn er sagt, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, dieser ja. Protest gegen ja, alle Mächte ja. der Zeit, dann kann man sagen, das hat eigentlich gar keinen Einfluss auf Spinoza gehabt. Ja. Mit dem Luthertum hat es schon etwas zu tun. Ja. Und zwar, der Anhaltspunkt ist, die deutsche Spinoza-Begeisterung ist mit ausgelöst worden durch ein Gespräch, das Friedrich Heinrich Jacobi und Lessing in Wolfenbüttel geführt haben, als Lessing Bibliothekar dort war. Und Spinoza und Lessing wollte ihm Jacobi wollte ihm irgendein Bekenntnis zu oder gegen Spinoza abluchsen. Da sagt Lessing, ich begehre keinen freien Willen. Er sagt, Spinoza lässt ja keinen freien Willen zu, weil alles, was wir tun, ist durch zureichende Gründe determiniert. Mhm. Auch unser Denken, auch gerade das wahre Denken, also wenn wir einen wahren Gedanken fassen, dann haben wir den Eindruck, das ist zwingend, was wir tun. Das ist ja kein bisschen willkürlich. Ja, 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 ja. Und gleichzeitig ist es aber nichts, was uns von außen auferlegt wird, sondern ist vollkommene Eigentätigkeit. Ja, ja. Also im wahren Denken sind wir einerseits ganz streng einer Notwendigkeit unterworfen und auch gleichzeitig sind wir ganz frei. Und deswegen prägt Spinoza den Begriff libera necessitas, freie Notwendigkeit. Freie Notwendigkeit. Ja. Also was sonst Gegensätze sind. Ja, 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 weil ja. er nämlich... Er definiert Freiheit nicht gegen Determination, sondern gegen Fremdbestimmung. Mhm. Also wenn wir so handeln, dass wir von den Mächten außer uns beherrscht sind, dann sind wir unfrei. Unfrei. Wenn wir aber nur aus unserer eigenen Kraft heraus etwas denken und handeln, dann sind wir frei, aber sehr wohl determiniert, nämlich durch unsere eigene Kraft zu denken zum Beispiel. Ja, 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 ja. Lessing sagt also, ich begehre keinen freien Willen. Das kann man eigentlich nur als Lutheraner sagen. Ja, 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 ja. Die Katholiken könnten das nicht sagen. Und dann bekennt sich irgendwann Lessing auch und sagt ganz unnachahmlich in seiner Art, wenn ich mich nach einem zu nennen hätte, dann wüsste ich keinen anderen als Spinoza. Und das verbreitet Jacobi und das ist eine Anregung. Der große Lessing hat sich zu Spinoza bekannt. Ah, ja. Und der zweite Punkt, da ist eben wegen des Luthertums, dass Spinoza in Deutschland rezipiert worden ist in seiner grundlegenden Philosophie, hängt vielleicht damit zusammen, dass Luther gesagt hat, der Mensch ist entweder Knecht Gottes oder Knecht des Teufels und dass diese Form von absoluter Freiheit und Undeterminiertheit, wie sie dann etwa in der kantischen Philosophie gelehrt wird, dem Luthertum fremd war. Ja. Und das erleichtert, Spinoza aufzunehmen. Der zweite Punkt aber ist, Spinoza hat unter anderem eine historisch-kritische Methode der Bibelwissenschaft entwickelt, die bis heute praktisch so bestehen bleibt, mit einigen Veränderungen. Und das Grundprinzip dabei heißt, die Heilige Schrift ist ihr eigener Ausleger. Sie legt sich selbst aus. Scriptura sui ipsius interpres est. Die Schrift ist ihre eigene Ausleger, Interpret. Und das hat Spinoza zum Leitfaden seiner historisch-kritischen Methode der Bibelwissenschaft gemacht. Insofern gibt es da im Protestantismus
auch eine klare Wirkungsgeschichte Spinozas. Er hat also zum Teil so geschrieben, dass er bewusst in die Anschließbarkeiten der Protestanten hinein argumentiert hat. Und deswegen gibt es auch zwei große protestantische Theologen, die sehr stark von Spinoza beeinflusst waren, Schleiermacher um 1800 und Paul Tillich im 20. Jahrhundert. Paul Tillich auch. Ja. Also man kann sagen, Spinoza hat das Grundmuster der liberalen Theologie sämtlicher Konfessionen zuerst entwickelt. Ah ja. Wie steht Spinoza zur jüdischen Philosophie? Das kommt jetzt. Was ist die jüdische Philosophie eigentlich? Und was ist der Geist der Kabbala? Ja. Also, wenn Sie dazu etwas sagen. Die Frage, was ist jüdische Philosophie? Darüber gibt es seit Jahrhunderten eine Debatte, die noch zu keinem klaren Ergebnis geführt hat. Denn man kann feststellen, dass wenn Menschen, die aus dem Judentum kommen, anfangen zu philosophieren, dann bedienen sie sich zum Beispiel platonischer Kategorien. Ah ja. Oder sie bedienen sich aristotelischer Kategorien, also griechischer Kategorien. Und sie greifen immer auf philosophische Traditionen zurück, die außerhalb des Judentums entwickelt worden sind. Deswegen sagen manche Leute, es gibt gar keine genuin jüdische Philosophie, sondern der Gehalt des Judentums wird nur in unterschiedlichen, woanders entwickelten Philosophien expliziert. Und die Frage aber, ob Spinozas Philosophie eine jüdische Philosophie ist, hat natürlich eine große Rolle in Deutschland gespielt. Und zwar sowohl im Judentum in Deutschland, aber auch außerhalb Deutschlands, als auch in der deutschen Philosophie und Theologie und so weiter. Und das Ergebnis ist ganz überraschend. Die orthodoxen Juden sagen, Spinoza ist kein Jude mehr, als er seine Philosophie entwickelt, denn er ist aus der Synagoge ausgeschlossen worden. Die jüdischen Intellektuellen, die sich emanzipieren und die sehen, in Deutschland kann man modern sein und gleichzeitig eine unendliche Schätzung Spinozas haben um 1800. Das war so nur in Deutschland möglich, was eben die starke Identifikation mit der deutschen Kultur der jüdischen Intellektuellen begründet hat. Die sagen, das ist ein jüdischer Denker, der heute als bedeutender systematischer Punkt von den großen Philosophen, den fortgeschrittensten Philosophen behandelt wird. Also natürlich ist Spinoza ein Denker, der aus dem Judentum kommt und mit dem wir uns als Juden und gleichzeitig als Moderne und als Deutsche fühlen können. In der nichtjüdischen Welt in Deutschland läuft die Debatte so. Diejenigen, die Spinoza, die Antisemiten sagen, Spinoza ist ein jüdischer Philosoph, denn er kommt ja aus dem Judentum und alle möglichen Merkmale des Jüdischen sind in seiner Philosophie zu finden. Diejenigen, die Spinoza schätzen, die sagen, er war nicht mehr Jude, als er seine Philosophie entwickelt hat. Ah ja. Das heißt, wir haben eine seltsame Gemeinsamkeit zwischen ganz unterschiedlichen Lagern in der jüdischen und in der außerjüdischen Debatte. Und die Debatte ist bis heute nicht abgeschlossen. Und meine Position ist, dass Spinoza in einem Ausmaß einen Denkstil entwickelt hat, der mit keiner der Traditionen wirklich sozusagen ganz eng verbunden ist. Und dazu gibt es eine gute Vorausschau dieses selben Gedankens. Ja, bitte. Und da darf ich vielleicht lesen. Ja. Es gibt einen sehr berühmten, viel gelesenen Schriftsteller, Berthold Auerbach, mit Geburtsnamen Baruch Auerbach. Mhm. Der hat Dorfgeschichten geschrieben, ist einer der meistgelesenen Autoren der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewesen, hat einen Spinoza-Roman geschrieben. Und in diesem Spinoza-Roman lässt er den Freund Spinozas, Lodewijk Meyer, Folgendes sagen über Spinoza. Der von seiner eigenen, ohne dies zerrissenen Tradition frei gewordene Jude ist der eigentliche unbefangene Fremdling in der Welt, ausgerüstet mit allen Waffen des männlichen Geistes und doch wie mit unbestochenem Kinderauge die ganze historisch gegebene Welt prüfen und umstellen, das ist ein Vorzug und eine Freiheit, die kein anderer sich so leicht erringen kann. Spinoza ist sozusagen der Erste, der sich aus den religiösen Zusammenhängen vollständig emanzipiert hat
Und Auerbach, der das schreibt, hofft natürlich, dass so wie die jüdischen Intellektuellen das getan haben, es auch die protestantischen Intellektuellen machen, dass sie sich aus ihrem Zusammenhang genauso in eine universelle Richtung emanzipieren, dass sozusagen der Spinoza nur das Vorbild ist. Und das hat offensichtlich bei den meisten nicht geklappt. Ah, ja. Aber das heißt aber, Spinoza hat schon jenseits, das hängt mit der Biografie zusammen, jenseits der positiven Identitäten der verschiedenen Religionen gedacht. Und als erster aus diesem Gesichtspunkt eine systematische Philosophie entwickelt. Und deswegen kann in allen Kulturen, in denen diese Emanzipation aus der Herkunft stattfindet, ein direkter Bezug zu Spinoza geknüpft werden. Das ist ja wirklich sehr schön. Die Kabbala, ganz kurz, Geist der Kabbala? Ja, die Kabbala ist eine, philosophische Richtung, die sich aus dem einer der ersten Nachfolgeschule Platons, dem Neuplatonismus, entwickelt hat, dass Gott sich sozusagen in Stufen abnehmender Konkretheit in die Welt ergießt und dann wieder zurückzieht. Mit Spinoza hat sich selber negativ über die Kabbala geäußert und hat gesagt, kabbalistischen Schwätzereien, von denen halte ich nichts. Aber der Erste, der ein Buch über Spinoza geschrieben hat, Johann Georg Wachter, der hat gesagt, Spinoza ist die Systematisierung der jüdischen Kabbala. Das hat er damals als Kritik an Spinoza verstanden. 5 Jahre später hat er Spinoza positiv geschätzt, hat aber gesagt, das ist eine Systematisierung der Kabbala. Und dass die Welt sich aus Gott gewissermaßen ergießt in Stufen der Emanation, ist bis heute bei vielen Spinoza-Interpreten als Vorbild seines Verständnisses, aber das stimmt nicht. Also diese erste Interpretation hat zu einem Muster des Spinoza-Verständnisses geführt, das große Wirkung hatte, das aber nicht haltbar ist. Nicht haltbar ist. Kommen wir zur nächsten Frage. Ganz kurz, die Zeit, die geht, vergiss nicht schnell. Welche Rolle oder Einfluss hat Moses Mendelssohn auf Spinoza eigentlich? Nein, also Mendelssohn ist ja später als Spinoza. Ist ja später, ja. Also Mendelssohn, also man kann das kurz sagen, Mendelssohn ist der erste Jude, der sich... Also wenn man aus der jüdischen Gemeinde ausgestoßen wird, dann wird allen Juden verboten, mit den Menschen zu kommunizieren und gleichzeitig wird allen Menschen verboten, seine Bücher zu lesen und darüber zu schreiben. Und Mendelssohn hat als erster das Verbot durchbrochen, hat über Spinoza geschrieben. Eine Minute haben wir noch, ganz kurz zum Antisemitismus. Und zum Zionismus. Ja, ja. Also zum Zionismus. Zum Antisemitismus. Die Nazis haben ja gesagt, das jüdische Denken ist zersetzend und hatten da ein Riesenproblem, weil Spinoza auf die echten Deutschen, Goethe, Fichte, Hegel einen unendlichen Einfluss hatte. Und sie mussten irgendwie erklären, wie es möglich war, dass das echte Deutsche waren und dass sie trotzdem so unendlich Spinoza geschätzt haben. Das heißt, Spinoza war das größte Problem für die Legitimation des Antisemitismus bei den Nazis. Und die müssen dann ständig darauf eingehen. Und zum Zionismus kann man sagen, der politische Zionismus versucht, so einen Staat, wie Spinoza ihn konzipiert hat, umzusetzen. Also frei von religiösen Bindungen, praktisch moderne Demokratie. Und Spinoza hat gesagt, vielleicht wird irgendwann der jüdische Staat wiedererstehen. Und deswegen hat er im Herzen aller Zionisten einen Platz. Aber im Verstand nicht aller Zionisten, sondern nur derjenigen, die diese säkulare Konzeption eines neuen Judenstaates haben, der nicht mehr ein religiöser Staat ist. Und es gab eine Tagung in Jerusalem vor etwa 10 Jahren, Spinoza, der erste säkulare Jude, und da sind mehr als 1000 Leute gewesen. Und weil die Nationalsozialisten den Spinoza verdammt haben, hat das langfristige Wirkungen gehabt und heute wissen viele Spezialisten in ihren Disziplinen nicht mehr, was zum Beispiel die Soziologie oder die Psychologie Spinoza verdankt. Und deswegen haben wir eine Spinoza-Gesellschaft gegründet mit dem Ziel, Spinoza wieder in die deutsche Kultur allgemein und in die deutsche Wissenschaftskultur einzubürgern. Wunderbar. Das war das Schlusswort, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Walter, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Sie haben das wunderbar dargelegt. Da können wir noch ein paar Stunden reden darüber. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.